Hier im ehemaligen Frankfurter Polizeipräsidium wurden bis 2002 schwere Verbrechen aufgeklärt. Die Aufklärungsquote lag hier in der Region bei Straftaten gegen das Leben bei fast 90%. Mein Name ist Sven Voss, herzlich willkommen zu XY gelöst. Ein Mensch beschließt, ein Problem aus der Welt zu schaffen. Kurz darauf verschwindet eine 57-jährige Frau, die bis dahin ein völlig unauffälliges Leben geführt hat, in einem beschaulichen Kurort. Der Fall gibt den Ermittlern Rätsel auf. War die Frau einfach zur falschen Zeit am falschen Ort? War es eine Beziehungstat oder eine Entführung? Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, wird der Fall im April 2003 bei Aktenzeichen XY ungelöst ausgestrahlt. Doch es wird noch 15 Jahre dauern, bis sich endlich ein Hinweisgeber dazu durchringt, zum Hörer zu greifen, um die Kripo auf die Spur des Täters zu bringen. Vorsicht, rutschen. Ah. Das müsste heute draußen aufgestellt werden. Morgen. Stimmt, morgen. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Danke. Morgen, Elli. Morgen. Und? Na? Wie war die Nacht? Oh, ruhig. Ach. Ich hatte sogar Zeit, dir noch einen Kaffee zu kochen. Großartig. Den kann ich jetzt auch brauchen. Jedes Jahr dasselbe. Ich frage mich echt, wo manche Leute ihren Führerschein machen. Jedenfalls nicht im Winter. An dem Morgen war es ziemlich glatt auf der Straße. Und das Geräusch hat sich so angehört, wie wenn jemand mit einem Auto auf dem Parkplatz losfahren möchte mit quietschender Reife. Haben Sie mich erschreckt? Ist was mit Ihrer Freundin? Ist sie krank? Also ich schaue mir seine OP-Wunde nachher noch mal an. Und nimm die Ärztin am besten gleich mit. Sicher, sicher. Ja. Vielleicht sollten wir seine Physio auch absagen. Ich meine, das macht doch gar keinen. Was war denn das jetzt? Hilfe! Unten auf der Straße sah ich einen Kleinwagen. Die Fahrertür war auf und dann sah ich, dass jemand um das Auto rumlief und irgendein Gegenstand, ob Mensch, ob Tier, konnte man nicht erkennen, ins Auto rein. Zog. Gott. Elli, hol den Notfallkoffer. Wir treffen uns unten. Hast du den Schreier auch gehört? Die Patienten auch. Die haben alle Alarm geschlagen. Hallo? Ist da jemand? Der ist weg. Nichts mehr zu sehen. Das gibt's doch nicht. Was machen wir denn jetzt? Schaut mal, da liegt ein Schal und eine Brille. Und das? Das Blut. Ich rufe die Polizei. Ja. Könnte schon zu einem Unfall passen. Dann wäre doch der oder die Geschädigte hier eingeliefert worden. Wir haben ja keine Notfallambulanz. Trotzdem irgendwie seltsam. Ich schau mal in der Klinik, ob es noch mehr Zeugen gibt. Zeig ihn mir. Elli, bleibst du hier? Ja. Wir haben zuerst zu hin und teraz. Wir müssen ein paar Mal skończyć. Entschuldigung. Dobra, check in. Dobra, check. Ja. Arbeiten Sie hier? Ja, ich bin von der Reinigungsfirma. Was ist denn passiert? Wir gehen schon mal zu den Patienten hoch, ja? Alles klar, danke. Ja, höchstwahrscheinlich ein Unfall. Haben Sie irgendwas gesehen? Nein, ich habe hinten geputzt. Kommen Ihnen die Sachen bekannt vor? Frau Pohl hat eine sehr starke Brille und gestern hatte sie auch eine rote Schal an. Frau Pohl, das ist eine Kollegin von Ihnen, oder? Nein, das ist meine Chefin. Ich habe sie heute noch nicht gesehen. Vielleicht, das ist sehr komisch, weil sie kommt immer als Erste und die Auto ist auch nicht da. Wollen Sie Zigarette? Ich rauche nicht, danke. Das Kennzeichen, haben Sie das? Nein, aber das Auto ist blau und hat bunte Aufkleber von Zeichen von Reinigungsfirma. Danke. Ich geb's mal weiter, ja?
Wir gingen zunächst davon aus, es könnte aufgrund der Witterung ein Verkehrsunfall sein. Überprüfungen in den Kliniken verliefen aber negativ. An der Örtlichkeit fanden wir einen Schal, eine Brille und Blutspuren, sodass für uns klar war, es liegt was anderes vor. Es könnte durchaus eine Entführung oder eine Verschleppung von jemandem gewesen sein. Was ist mit dem Kennzeichen? Ein Firmenfahrzeug von der Reinigungsfirma in Stuttgart. Ja. Gibst du mir mal den Namen von der Firma? Dann melde ich mich da mal. Haben wir eine Handynummer von der Frau? Vielleicht über die Mitarbeiter? Ja, ich warte. Das ist doch nicht dein Ernst. Hab ich dir doch gesagt. Könnt ihr anlassen. Ist was ganz Eigenartiges drüben in Bad Krozingen bei der Reha-Klinik passiert. Ja, ich höre. Danke. Um die Frau geht's. Roswitha Pohl, 57 Jahre, Objektleiterin einer Reinigungsfirma, hat in der Klinik die Putzleute unter sich. Ist nicht gerade viel. Mehr haben wir noch nicht. Also wenn es um eine Entführung geht, dann sollten wir vielleicht mal das Konto der Frau checken. Übernimmst du das, Gerd? Na klar, Mann. Ja, dann fahre ich mal in die Klinik und schaue, was ich noch über die Frau rauskriegen kann. Bis dann. Bis später. Ich war als sogenannter Spurenläufer eingesetzt und ich sollte möglichst viele Erkenntnisse am Arbeitsplatz von Frau P. gewinnen, um dies dann rasch an die Soko-Leitung weiterzugeben. Sie hatte einen routinierten Alltag, hatte drei Kinder. Das war so, was man als Bild nach und nach über die Person gewinnen konnte. Herein. Hallo. Ah, Frau Lutz, richtig? Ja. Boris Ludwig von der Kripo Freiburg. Ja, dann warten wir nur noch auf Ihren Kollegen, mit dem Sie heute Morgen Schicht hatten. Der Marek ist nach Hause gegangen. Ah, dann befragen wir den später. Bitte nehmen Sie doch Platz. Also der Marek hatte ja gestern eine Diskussion mit Frau Pohl, weil der Eingangsbereich angeblich nicht sauber war. Woher wissen Sie das? Na, weil ich dabei war. Es ist ja auch nicht so einfach, bei dem Wetter es sauber zu halten. War das ein Streit oder nur eine Diskussion? Nichts Ernstes, das Übliche halt. Was ist denn üblich, Frau Lutz? Ja, Frau Pohl ist eben sehr korrekt. Das muss sie aber auch sein in ihrer Stellung. Manchmal ein bisschen nervig. Nervig? Was heißt das? Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich komme gut mit ihr aus. Seit Frau Pohl da ist, läuft es sehr gut. Frau P. war Chefin von 20 Mitarbeitern. Da konnte man sich gut vorstellen, dass es eben auch zu Reibereien gekommen hätte sein können in der Vergangenheit. Und so hat man die Mitarbeiter befragt, um hier möglicherweise auch ein Motiv erkennen zu können. Zur gleichen Zeit überprüfen die Kollegen die Bankverhältnisse der Vermissten und machen eine erstaunliche Entdeckung. Vom Konto der Frau wurden kurz nach ihrem Verschwinden 500 Euro abgehoben. Halt, halt, halt. Stopp, stopp. Moment mal. Ja. 7:42 haben Sie doch gesagt, oder? Ja. Also das Bild ist nicht besonders scharf, aber das ist ganz sicher nicht Frau Pohl. Machen wir weiter? Ja, mach ich. Also, das ist ja wohl nicht zu glauben. Ich meine, der ist nach 5 Minuten schon wieder raus. Es gab keine Fehlangabe bei der PIN? Nein. Dann hatte er die Nummer. Vielleicht ein Freund, dem sie die mal verraten hat? Nein, das muss ja eine ganz besondere Freundschaft gewesen sein. Also mein PIN hat nur meine Frau. Und die vermummt sich sicherlich, wenn sie für mich Geld abhebt. Nee, hast doch wieder recht. Herr Gisler, wir kommen jetzt an den Ort, wo es passiert ist. Direkt vor der Klinik und auch hier direkt an der Straße. Aus Sicht des Täters ein riskanter Ort, oder? Das ist allerdings richtig, haben wir uns auch gefragt, warum gerade dieser helle Platz. Er hätte einen viel besseren Platz gehabt, wenn er gewartet hätte. Die Frau wäre mit dem Fahrzeug nach hinten auf diesem Parkplatz, den wir hinter uns sehen, gefahren. Dort hatte sie ihren Stellplatz. Dort hätte er in aller Ruhe auf sie einwirken können. Im Dunkeln, da hätte ihn gar niemand gesehen. Was hat Ihnen der ungewöhnliche Tatort über die Tat selber gesagt? Ja, es war für uns überhaupt ganz unklar, warum, ob diese Frau jetzt ein Zufallopfer war, ob das abgepasst war, ob das einfach, also es hat sich schnell rauskristallisiert, es muss personenbezogen gewesen sein. Mittlerweile haben wir erste Zeugen, die das Auto gesehen haben. Einmal, wie es aus Bad Krozingen rausgefahren ist und dann etwa 30 Minuten später, wie es wieder zurückgekommen ist. Da ist es ungefähr 7.35 Uhr. Etwa 5 Minuten später ist der Unbekannte in der Bank aufgetaucht. Dazwischen hat sich das Handy von Frau Pohl in den Masten von Ehrenkirchen, Ehrenstetten eingewählt. Da ist es ungefähr 7.15 Uhr.
Das heißt, er fährt mit ihr raus aus dem Ort und keine halbe Stunde später, vermutlich ohne sie, aber dafür mit ihrer EC-Karte wieder zurück. Davon können wir ausgehen. Leute, ich kann euch nur eins sagen. Es wird verdammt schwer sein, sie zu finden. Ich kenne mich in der Gegend aus. Das ist ein verdammt weitläufiges, unübersichtliches Gebiet. Da gibt es Wälder, Weinberge, Schrebergärten, zig kleine Ortschaften, was weiß ich noch alles. Die Frau kann überall sein. Das ist sprichwörtlich die Stecknadel im Heuhaufen finden. Korrekt. Aber was sagt uns das Bewegungsprofil über den Täter aus? Ja, klar, der kennt sich ja aus. Sonst könnte der sich nie so schnell und zielsicher hier bewegen. Das sehe ich ganz genauso. Er hat einen örtlichen Bezug und wenn ihr mich fragt, auch einen persönlichen. Das heißt, wir haben es hier nicht mit irgendeinem Fremden zu tun und sie ist damit auch kein Zufallsopfer. Dann sollten wir unbedingt mit ihrer Familie sprechen. Boris ist schon auf dem Weg zu ihrer Tochter. Alle zwei Wochen und nur wenig gießen. Alles klar, vielen Dank. Gerne, tschüss. Wiederschauen. Guten Tag. Na, haben Sie schon was gefunden, das Ihnen gefällt? Mein Name ist Boris Ludwig. Ich bin von der Kripo Freiburg. Sind Sie Nadine Pohl? Ja. Gibt es ein Problem? Ja, es geht um Ihre Mutter. Sie wurde vermutlich heute Morgen direkt vor ihrer Arbeitsstelle entführt. Da muss eine Verwechslung vorliegen. Haben Sie es denn schon auf Ihrem Handy probiert? Ja, mehrfach. Aber leider geht immer nur die Mailbox dran. Ich habe es heute Morgen auch schon versucht, weil ich wollte, dass sie mir noch mein Buch vorbeibringt. Gibt es denn irgendjemanden in Ihrem Umfeld, mit dem Sie Ärger oder Streit hatte? In der Familie, unter Freunden, einem Lebenspartner zum Beispiel? Also das hätte sie mir erzählt. Und außerdem, meine Mutter hat nicht viele Kontakte. Sie lebt zurückgezogen und ist entweder alleine oder mit mir unterwegs. Mhm. Gibt es denn gar keinen Freund? Oder ist sie auf der Suche? Nein, also das Thema ist abgeschlossen. Ihre Mutter ist gerade mal 57. Ihre letzte Beziehung ist nicht gerade glücklich gelaufen, sagen wir es so. Aha. Wollen Sie damit sagen, da war Gewalt im Spiel? Wir haben nie wirklich darüber geredet. Können Sie sich vielleicht noch an den Namen des Mannes erinnern? Ja, sehr gut sogar. Bernd Haug. Bernd Haug, mhm. Sie hat ihm sogar einen Job in der Reinigungsfirma verschafft. Und das hat er ihr dann mit Schlägen gedankt? Es gab tatsächlich nur Ärger. Er kam ständig zu spät, hat immer wieder gefehlt und es nicht auf die Reihe gekriegt. Wissen Sie denn, ob Ihre Mutter nach der Trennung noch Kontakt mit ihm hatte? Das weiß ich nicht. Und Sie? Wann hatten Sie das letzte Mal Kontakt mit Ihrer Mutter? Gestern Abend haben wir noch telefoniert. An dem Nachmittag wurde von der Autobahnpolizei das Fahrzeug vom Opfer aufgefunden. Es stand ordnungsgemäß verschlossen auf einem Parkplatz an der Autobahn bei Neuenburg. Wir konnten das Fahrzeug dann öffnen und stellten fest, dass eigentlich die komplette Kleidung des Opfers ordentlich abgelegt im Fahrzeug lag. Es konnten ein paar Blutspuren festgestellt werden im Fahrzeug und an der Kleidung, sodass wir eigentlich davon ausgehen konnten, es mussten Verbrechen vorliegen. Frauenkleider. Also von der Größe her müsste das der Vermissten passen. Offensichtlich ist unsere Vermisste nackt. Ja, aber sicher nicht freiwillig. Gerd, ich habe hier auch noch was. Alles klar, bin gleich bei dir. Hier auf dem Armaturenbrett sind auch noch Anhaftungen von Blut zu erkennen. Gut, dann überstellt das Fahrzeug sofort dem KTI, damit wir keine Spuren verlieren. Der Mann muss mit dem Fahrzeug gefahren sein. Also muss man ja hier drin irgendwas finden können. Kurz darauf bestätigt die kriminaltechnische Untersuchung, dass die Kleider der vermissten Frau gehören. Und auch das Blut daran stammt von ihr. Und was machst du da gerade? Naja, neben den Blutspuren versuche ich trotzdem noch DNA-fähiges Material sichtbar zu machen. Verstehe. Habt ihr denn auch andere Spuren sicherstellen können? Ja, Hautschuppen. Wo habt ihr die gefunden? Auf dem Fahrersitz. Kann ich dir zeigen. Hier auf der Trägerplatte. Ist vorbereitet, wenn du mal schauen magst. Ja, danke. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich feststellen, ob die von dem Täter sind oder von der Frau. Ja, aber was gut wurden denn hier? Schaut mal. Ein Haar. Ja, das ist schwarz, ganz klar. Frau Pohl ist definitiv blond. Das Haar und die Haarschuppen stammen von einem Mann. Das deckt sich mit den Bildern aus der Bank. Auf den Kleidern hat das Labor nur die DNA-Spuren von ihr sichergestellt. Also keinerlei Fremdspuren. Das heißt, sie hat sich selbst ausgezogen
Und im Anschluss ihre Kleider fein säuberlich zusammengelegt? Ja, vielleicht hat der Täter ja auch mit einer Waffe nachgeholfen. Hm? Oder mit einem Schlag ins Gesicht. Nach der Blutverteilung und Menge auf den Kleidern könnte das auch von Nasenbluten stammen. Und nach den Aussagen der Zeugen in der Klinik hat er ihr dort vermutlich ja auch den ersten Schlag versetzt. Macht Sinn. Ja. Was allerdings überhaupt nicht passt, ist die Abhebung auf der Bank. Warum? Wenn du eine Vergewaltigung planst, dann setzt du dich doch nicht dem Risiko aus, wegen 500 Euro erwischt zu werden. Ich meine, der muss doch geahnt haben, dass es dort irgendwelche Überwachungskameras gibt. Naja, deswegen hat er sich ja wahrscheinlich auch vermummt. Trotzdem irgendwie seltsam. Und auch die Dynamik spricht nicht für ein planvolles Vorgehen. Das Ganze sieht doch eher danach aus, als wäre etwas mächtig aus dem Ruder gelaufen. Ja, und nach einer persönlichen Verbindung, welcher Art auch immer. Ich schaue mir noch mal den Ex-Freund und die Mitarbeiter in der Reinigungsfirma an. Mach das, Boris. Und wir anderen werden alles daran setzen, diese Frau so schnell wie möglich zu finden. Wer weiß, was der sonst noch mit ihr vorhat. Nach dem Autofund haben wir eine der größten Suchaktionen hier in der Region gestartet, an denen ich in meinem dienstlichen Polizistenleben beteiligt war. Wir waren zu Lande, zu Wasser und zu Luft unterwegs. Die Suche bleibt ohne Erfolg. Wie nah die Polizei ihrem Ziel bereits war, sollte sich erst Wochen später herausstellen. Die Soko Polo hatte damals 457 Spuren bearbeitet. Es hat sich daraus aber nichts ergeben. Es gab einen vagen Hinweis, an das erinnere ich mich, auf einen ehemaligen Lebensgefährten von Frau P. Herr Haug, ich frage Sie jetzt noch mal. Uns wurde berichtet, dass es in Ihrer Beziehung Gewalt gab. Ich hab's nicht geschlagen. Wie oft denn noch? Mir ist höchstens mal die Hand ausgerutscht. Das kann doch schon mal vorkommen im Eifer des Gefechts. In den Beziehungen, die ich kenne, kommt das eigentlich nicht vor. Sie hat mich halt ständig gegängelt. In der Arbeit und zu Hause auch. Räum deine Sachen auf. Unternimm mal was mit mir. Wo warst du? Warum bist du so spät nach Hause gekommen? Und der ganze Mist. Nach Ihrem Putzjob in der Klinik waren Sie doch arbeitslos. Haben Sie da Ihre ehemalige Freundin dafür verantwortlich gemacht? Sie hat mich eingestellt. Sie hat mich wieder rausgeschmissen. So was nennt man dann wohl ausgleichende Gerechtigkeit. Wo waren Sie am Freitag, den 17. Januar, ab 6.30 Uhr? In der Arbeit. Ich habe nämlich längst wieder eine. Als Hausmeister in einer Wohnanlage. Das können auch einige Leute bestätigen. Mhm. Na dann haben Sie doch sicher auch nichts gegen eine Speichelprobe. Da gab es auch keine Ansätze, sodass man unterm Strich auch nach Wochen nicht wirklich eine heiße Spur hatte. Ach, da seid ihr. Gibt's was Neues? Ja, der Ex ist raus. Willst du einen Kaffee? Unbedingt. Ein halbes Dutzend Leute aus der Wohnanlage haben sein Alibi bestätigt und die DNA passt auch nicht zu der aus dem Auto. Danke. Dann sind wir wieder ganz am Anfang. Ja. Was machen wir jetzt? Radios erweitern über das persönliche Umfeld hinaus. Wir hatten keinen Hinweis auf ein Motiv, wir hatten keinen Hinweis auf den Verbleib von dem Opfer. Dann mussten wir schauen, wie wir weiterkommen. Wir hatten dann Spuren im Fahrzeug gefunden, DNA-Spuren, männliche DNA-Spuren. Und das Fahrzeug wurde eigentlich nur von einer Frau benutzt. Deshalb wussten wir, die könnten eigentlich nur vom Täter stammen und haben uns dazu entschlossen, einen Massengentest zu machen. Die Entscheidung, einen Massengentest durchzuführen, hat Erstaunen hervorgerufen. Bei uns Kriminalisten selber, weil wir wussten, wir betreten jetzt Neuland. Das war einmalig in der Kriminalgeschichte Deutschlands zu der damaligen Zeit. Aber auch bei der Bevölkerung, die ohnehin schon schwer litt unter diesem Geschehnis und die jetzt noch wussten, die Polizei sucht den möglichen Täter innerhalb der Mauern von Ehrenkirchen. Zwei Tage nachdem die Kripo den Massenspeicheltest beendet hat, macht eine Spaziergängerin eine grausame Entdeckung. 9 Wochen nach dem Verschwinden findet die Spaziergängerin hier eine Leiche. Wo lag die genau? Hier lagen tatsächlich 3-4 alte Baumstämme schon jahrelang dick bemoost. Und dahinter war der Leichnam abgelegt, zugedeckt mit diesen Ästen und Reisig, was man hier so vorfindet.
Das hier ist ein relativ belebter Ort. Hier geht ein Wanderweg außenrum. Außerdem wird Holz hier abgelegt und wieder abtransportiert. Warum wurde der Leichnam so spät entdeckt? Von dem Verschwindezeitpunkt im Januar bis zum Auffindezeitpunkt im März war es halt durchweg frostig, kalt. Es lag hier eigentlich immer Schnee, so kann ein Hund gar nichts riechen. Aber jetzt im März wurde es warm und mit dem ersten Spaziergänger, der mit dem Hund vorbeikam, konnte der offensichtlich die Leiche riechen und darum wurde sie da erst gefunden. Wie schnell waren Sie sich sicher, dass es sich hier bei der Leiche um die vermisste Frau handelt? Relativ schnell, weil zum einen suchten wir nach fieberhaft nach unserem Opfer von damals und zum anderen hatte der Leichnam eine Uhr an, eine Armbanduhr, die man recht schnell zuordnen konnte zum Opfer. Und auch von der Körpergröße, von den Haaren, blonde Haare, war uns relativ schnell klar, das kann nur sie sein. Wir haben insgesamt 8 Stiche. 3 in den Brustbereich, 4 in den Oberbauch, einen in den Oberschenkel. Alle Stiche sind von vorne ausgeführt worden. 3 davon haben den gesamten Körper durchstoßen, was die Austrittswunden am Rücken der Frau belegen. Spricht für eine ziemliche Wucht. Ja, und Wut. Können Sie schon was zum Tatmesser sagen? Die Klinge war sicher gut 25 cm lang. Das ist stattlich. Wie viele Stiche waren tödlich? 1. Der hat die Körperhauptschlagader durchtrennt, was zu einem schnellen inneren Verbluten der Frau führte. Das heißt, 1 Stich hätte gereicht. Warum so viele? Was macht einen Menschen so wütend, dass er dermaßen aggressiv auf eine wehrlose Frau losgeht? Nein, nein, sie hat sich gewehrt. Hier. Und dabei ins Messer gegriffen. Außerdem weisen diese Schnittverletzungen darauf hin, dass sie versucht hat zu fliehen. Sie will weglaufen, dreht sich um. Er packt sie von hinten, hält ihr das Messer an den Hals. Sie wehrt sich, dreht sich raus und er sticht ihr in den Bauch. Daraufhin sackt sie zusammen und er versetzt ihr die restlichen Stiche. Wann in dem ganzen Szenario wurde sie vergewaltigt? Gar nicht. Also diesbezüglich gibt es keine einzige Spur. Wir waren natürlich immer noch nicht weiter mit unseren Ermittlungen, weshalb wir uns dann an XY gewandt haben, in der Hoffnung, dass wir dort noch Hinweise erlangen über Pendler, die vielleicht den Parkplatz in Neuenburg aufgesucht hatten oder Kurgäste, die inzwischen Krotzingen verlassen hatten. Der Täter hat mit der Bankkarte, wir haben das im Film gesehen, Geld abgehoben, einige 100 €. Vielleicht war ja doch Raub das Motiv, deswegen schauen wir uns die Bilder, die gemacht wurden, des Täters noch einmal an. Worauf kommt es Ihnen da an? Ja, der Abheber war leider vermummt. Er trug eine pelzgefütterte Ledermütze, bei der die Ohrenklappen oben auf der Mütze mit einem Wenzel zusammengebunden werden. Er hatte eine auffällige Umhängetasche bei sich. Wer Hinweise zur Herkunft dieser Tasche geben kann oder eventuell Personen kennt, die eine solche Tasche besaßen oder noch besitzen, sollte sich ebenfalls mit uns in Verbindung setzen. Über Aktenzeichen XY kamen etliche Hinweise rein, die aber uns einfach nicht weiterbrachten. Kein entscheidender Hinweis war dabei. Das blieb dann so lange bei mir auf dem Tisch stehen, bis ich in Pension ging. Und es war dann tatsächlich der einzige ungeklärte Fall in meiner 40-jährigen Dienstzeit im Bereich der Kapitaldelikte. Schon unbefriedigend, den Fall nicht abschließen zu können. Und so kurz vor meiner Rente. Ja, freu dich wenigstens auf die. Der Fall wird zum Cold Case. Die Soko Polo wird aufgelöst. Ja, würde ich da dazu tun. Die anderen dann da oben in den anderen Kasten. Okay. Ja, bitte? Guten Morgen, Andreas. Na, hast du hier schön die Stellung gehalten? Guten Morgen, der Herr. Da sieht ja jemand erholt aus. Im nächsten Leben mache ich dann auch mal 3 Wochen Urlaub. Ja. Magst du ein paar Fotos sehen? Fast so gut wie selbst Urlaub machen. Gerne später vielleicht. Ich habe nämlich auch noch ein paar Fotos für dich. Stimmt, und zwar von einem ganz alten Fall. Mhm. Da hat sich gestern einer bei den Kollegen in Bad Krotzingen gemeldet. Er wollte eigentlich den Sachbearbeiter von damals sprechen. Aber wie ich das sehe, jawohl, bist du der Einzige, der noch übrig geblieben ist. Bitte schön. Mhm. Roswitha Pohl hieß das Opfer. Sag dir das vielleicht noch was? Ja, und ob mir das was sagt? Das war ein Riesenfall damals. 2 Massenspeichelungen, Suchaktionen bis in die Schweiz und nach Frankreich runter. Dutzende von Befragungen. Ja, und was will dieser Anrufer jetzt nach so langer Zeit? Schau dir mal die Fotos an. Er weiß angeblich, wem die Tasche gehört. Hat er bei Aktenzeichen XY gesehen.
Das ist 15 Jahre her. Und auf einmal erinnert er sich. Anscheinend. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Und ich dachte immer, der macht's auch sowas nicht. Aber die Kinder von der Frau, die haben doch auch das Recht zu erfahren, wer ihre Mutter ermordet hat. Sie wollten ganz sicher gehen, bevor Sie mit so einer Aussage zu uns kommen. Das kann ich sehr gut verstehen. Immerhin belasten Sie damit einen anderen Menschen. Im Zweifel sogar einen Unschuldigen. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie die Tasche danach nie mehr gesehen und Ihren Bekannten daraufhin angesprochen haben. Richtig? Genau. Wie hat er da reagiert? Ziemlich barsch. Angeblich hat er sie verloren. Und kurz danach hat er sich von Ihnen und sämtlichen Freunden zurückgezogen. Genau. Entschuldigen Sie bitte, aber ich muss Sie das jetzt noch mal fragen. Sind Sie sich ganz sicher, dass das da die Tasche Ihres Bekannten war? Hundertprozentig. Der Hinweis hat mich regelrecht elektrisiert. Im Wesentlichen lag das an drei Punkten. Zum einen wurde die Tasche aus der Bank wiedererkannt. Die verdächtige Person wurde mit einigem Gewaltpotenzial beschrieben. Und darüber hinaus sollte diese Person eine Freundin haben, die unmittelbar mit dem Opfer zusammengearbeitet hatte. Diese Zusammenarbeit war offensichtlich problematisch, sodass sich hier durchaus eine Motivlage ergab. Der Mann, den uns der Hinweisgeber genannt hat, heißt Jürgen Franke. Jürgen Franke. Ja, genau. Er war damals 39 Jahre alt und mit einer gewissen Irene Lutz liiert. Und die war Putzkraft in der Reinigungsfirma. Okay, also war Frau Pohl ihre Chefin. Ganz genau. Und hast du die damals nicht befragt? Oder wie? Natürlich, zweimal sogar. Hier. Aber das hat sich in der Gesamtschau von keiner der anderen Aussagen unterschieden. Wie fast alle Mitarbeiter hat sie Frau Pohl als streng, aber gerecht beschrieben. Und alle Differenzen, die es gab, hat sie einfach als nichtig abgetan. Und um was ging's da? Frau Lutz, Sie sind ursprünglich von der Reinigungsfirma als Vorarbeiterin eingesetzt worden, richtig? Das hat sich aber kurz nachdem Frau Pohl dazu kam, geändert. Warum? Ich habe die Leute halt mal früher gehen lassen, wenn bei denen privat was war und nicht so genau hingeschaut. Nicht so genau wie Frau Pohl. Ich glaube, das hat ihr nicht gepasst. Die neue Chefin nimmt Ihnen Ihre Führungsposition, degradiert Sie zur einfachen Putzkraft. Und das haben Sie einfach so akzeptiert? Tut mir leid, aber das klingt für mich wenig glaubwürdig. Also wenn ich ehrlich bin, war ich froh, den Orgakram loszuwerden. Ich habe es nämlich neben dem normalen Putzen her zusätzlich gemacht. Es war ganz schön anstrengend, wenn ich ehrlich bin. Trotzdem, kommen Sie, so ganz ohne Streit werden Sie das doch nicht hingenommen haben, hm? Es gab eine Diskussion, ja, aber die hatte sich schnell wieder erledigt. Ich hatte nämlich das gleiche Gehalt bekommen wie vorher, aber das für wesentlich weniger Arbeit. Sie hat das Ganze als Win-Win-Situation abgetan. Wir konnten ihr nichts. Und von solchen Gesprächen gab es Dutzende, von kurzfristigen Urlaubsstreichen über ständige Kontrolle bis hin zur fristlosen Kündigung war alles dabei. Also mal ganz abgesehen davon, dass das noch gar kein Mordmotiv macht, aber ich meine, die kommt ja nicht abends heim und sagt, hey Schatz, meine neue Chefin, die hat mich gedisst. Kannst du die bitte umbringen? Ja, das stimmt. Es sei denn, es hat sie mehr belastet, als sie damals zugegeben hat. Mein Gott, dann suchst du dir halt einen neuen Job. Ich meine, Putzleute werden doch eh immer gesucht. Ja, das wäre die logische Konsequenz, aber Menschen handeln nun mal nicht immer logisch. Schon gar nicht, wenn es um ihre Liebsten geht. Was wäre denn, wenn er sie einfach nur beschützen wollte? Und das Ganze hat sich irgendwie zu einer fixen Idee entwickelt. Auf gar keinen Fall können Sie am nächsten Tag hingehen und den Täter mit dem Hinweis konfrontieren. Sie brauchen einfach mehr Informationen. Ich persönlich habe auch eine Art Profiling an bekannter Person durchgeführt, weil ich mich ja auch gut in die Gefühls- und Gedankenwelt dieses Menschen hineinversetzen möchte. Was machst du da? Habe ich in der Akte gefunden.
Eine Zeugin hat damals den Unbekannten vor der Bank gesehen. Wir haben natürlich sofort ein Phantombild anfertigen lassen, aber leider war sie sich danach so unsicher, dass wir es nicht verwenden konnten. Und also, was bezweckst du damit? Keine Ahnung. Ist nur so ein Gefühl. Wer weiß? Vielleicht hilft es uns ja. Guten Tag. Nach zweimonatiger Ermittlungsarbeit reichen die Verdachtsmomente aus, um eine Hausdurchsuchung bei dem Tatverdächtigen durchzuführen. Oh, tut mir leid, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Boris Ludwig von der Kripo. Ist mein Kollege schon da? Ja. Es tut mir wirklich leid, dass wir Ihnen so viele Unannehmlichkeiten bereiten, Herr Frank. Ja, das ist wirklich unverschämt, unbescholtene Bürger zu verdächtigen. Und die Nachbarn kriegen den ganzen Zirkus mit. Sollen die denn denken? Tja. Ist Ihre Freundin auch da? Verlobte. Oh, Gratulation. Nee, die ist bei der Arbeit. Arbeitet sie immer noch in der Reha-Klinik? Schon lange nicht mehr. Ich habe sie nämlich damals, also 2003, dort auch schon mal befragt. Und da hat sie mir was erzählt von wegen Ärger mit ihrer Chefin. Und deswegen sind wir heute hier, weil nämlich ein Zeuge in diesem Zusammenhang ihren Namen erwähnt hat, Herr Franke. Ja, ich weiß schon. Keine Ahnung, wer so einen Mist erzählt. Ich würde sowas niemals tun. Boris? Ja? Kommst du mal? Ja, klar, bin gleich da. Sehen Sie, deswegen ist es für mich auch so wahnsinnig wichtig, persönlich mit Ihnen zu reden. Weil vielleicht ist das alles ja auch ganz anders, als wir annehmen. Und Sie würden uns gerne mal erzählen, wie es wirklich war. Aber jetzt müssen Sie mich kurz mal entschuldigen. Ich bin gleich wieder da. Was gibt's? Kopf einziehen. Oh, dank dir. Das musst du dir anschauen. Hier. Ach du meine Güte. Und jetzt? Schau dir das mal an. Das Tatmesser war gut 25 cm lang. Könnte hinkommen. Die Messer gehen sofort zur kriminaltechnischen Untersuchung. Gott, das wäre ja ein Ding, wenn er das Messer tatsächlich 15 Jahre aufgehoben hätte. Jürgen Haug wird zur Vernehmung ins Präsidium gebracht. Meine Kollegen sind übrigens gerade zu ihrer Verlobten unterwegs und bringen sie auf die Dienststelle. Wieso das denn? Wir müssen Sie natürlich auch noch mal befragen. Ich wollte nur, dass Sie das wissen. Wir sind ehrlich zu Ihnen, Sie sind ehrlich zu uns. Das ist doch nur fair. Moment mal. Was wäre denn, wenn jemand etwas aussagt? Ich meine, wie wirkt sich das dann aus, so allgemein gesprochen? Also im Allgemeinen ist es für denjenigen, der sich entschließt, mit uns zusammenzuarbeiten, natürlich von Vorteil. So, Herr Franke, kommen Sie rein. Sie können hier Platz nehmen. Über Ihre Rechte habe ich Sie ja bereits aufgeklärt. Ach, Sie haben ja schon ein Bild von mir. Ja. Wenn Sie möchten, können wir jetzt gerne einen Anwalt dazu holen. Bitte. Brauch keinen Anwalt. Ich will es jetzt einfach einmal erzählen. Dann ist es raus. Sehr gut. Okay. Wollen Sie vielleicht vorher noch mit Ihrer Verlobten sprechen? Sie ist gleich nebenan bei meinem Kollegen und wird dort auch verhört. Ach so? Ja. Ich bin's. Gib mir mal die Frau Lutz an den Hörer. Einen Moment. Für Sie. Irene? Ja? Du brauchst nicht lügen, ich sag jetzt alles. Dann ist es endlich vorbei. Was? Bist du ganz sicher? Ja, mach dir mal keine Sorgen, ich regel das schon. Na gut, Herr Franke, dann erzählen Sie doch mal. Ich. Also meine Verlobte, die hatte damals ziemlichen Ärger mit ihrer Chefin. Hat nur noch geheult. Da habe ich mal mit der Chefin gesprochen, aber das hat nichts genützt. Die wollte ihr die Stelle einfach nicht zurückgeben. Irene war nur noch fertig. Wir hatten die ganze Zeit Stress nur wegen der blöden Arbeit.
Da hatte ich irgendwann mal so die Schnauze voll und dann bin ich da noch mal hingefahren. Halt mal hier an, Irene, ich schlag jetzt aus. Ich weiß nicht, Jürgen, das könnte doch nichts, wenn du noch mal mit ihr redest. Lass mich nur machen, Irene, ich krieg das schon hin, ja? Mach dir mal keine Sorgen, ja? Erschreckt, Herr Franke. Ist was mit Ihrer Freundin? Ist sie krank? Nee, alles in Ordnung. Ich möchte mal kurz mit Ihnen reden. Worüber? Über die Stelle von Irene. Darf ich ein Stück mitfahren? Ach, wir haben doch schon drüber gesprochen. Nein, wirklich, Herr Franke. Und ich muss jetzt da noch los. Was machen Sie denn? Hören Sie, aber was soll denn das? Hilfe! Nein! Oh! Wie ging es dann weiter? Ich habe sie aus dem Auto gezogen und wollte sie auf den Beifahrersitz verfrachten, aber dann ist sie zu sich gekommen und hat gebrüllt wie eine Verrückte. Oh Gott, was tut sie denn? Hilfe! Warum hilft mir denn keiner? In den Wald gefahren. Da ist sie wieder zu sich gekommen und hat gefragt, wo wir sind und was ich mit ihr vorhab. Ich habe dann gesagt, dass sie mir ihre EC-Karte geben soll. Entschuldigung, warum das? Hatten Sie damals Geldsorgen? Quatsch. Ich wollte mal, dass die merkt, wie sich das anfühlt, wenn er nichts mehr hat. Wenn die einer einfach alles so wegnimmt. Verstehe. So als Symbol. Ganz genauso wie Frau Pohl ihrer Freundin die Stelle weggenommen hat. Ganz genau. Steige aus. Warum? Ich habe ihr denn doch alles gegeben. Ich habe gesagt, du sollst aussteigen. Steig aus und bleib stehen! Dann gesagt, dass sie sich ausziehen soll. Mitten im Wald. Bei minus 5 Grad. Warum? Ja, die sollte sich mal ganz klein fühlen. So wie meine Freundin auch. Wollten Sie sie vergewaltigen? Nein, natürlich nicht. Ich dachte, die knickt ein. Die gibt nach, die überlegt sich die ganze Sache noch mal. Bitte lassen Sie mich doch gehen. Das hat doch keinen Sinn. Bitte, Herr Franke. Hilfe! Sie hat mich provoziert, verstehen Sie? Sie hat gesagt, dass sie jetzt zur Polizei geht und dass sie mich so richtig reinreiten wird. Entschuldigen Sie, Herr Franke, aber das nehme ich Ihnen nicht ab. Sie haben die Frau geschlagen, mit einem Messer bedroht, sie gezwungen, sich bei Eiseskälte auszuziehen. Da macht kein Mensch mehr eine Kampfansage, schon gar keine Frau, die Ihnen körperlich unterlegen ist. Ja, es war aber so. Sie hat mich sogar ausgelacht. Was hätte ich denn da tun sollen? Ihre Freundin die Sache selbst regeln lassen. Und zwar schon lange vorher. Warum haben Sie ihr das nicht zugetraut? Ich bin der Mann. Ich muss dafür sorgen, dass es ihr gut geht.
Wozu bin ich denn sonst da? Führen Sie ihn ab. Ich war tatsächlich noch in der Gerichtsverhandlung im Jahr 2019, weil ich mir ein Bild von dem Täter machen wollte, war allerdings dann als Zuhörer hinten drin gesessen. Ja, es war ein unscheinbarer älterer Mann, graue Haare, sagte kein Wort an diesem Tag. Ein Mensch, wenn der mir draußen begegnen würde, würde ich dem nie einen Mord zutrauen. Aber es war halt so und ja, ich war einfach zufrieden, dass der Täter gefasst wurde, dass nicht noch ein Mörder draußen rumläuft und die Familie halt damit irgendwie auch abschließen konnte. Im März 2019 stellt das Gericht die niedrigen Beweggründe der Tat fest und verurteilt den Mann wegen Mord zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Wir sind hier im Zellenbereich, Lydia, des ehemaligen Frankfurter Polizeipräsidiums. Diese Mauern hier haben wahrscheinlich schon viel Verstörendes gesehen und gehört. Aber dass eine Frau Probleme hat mit ihrer Vorgesetzten und der Freund wird zum Rächer und ersticht die Vorgesetzte, das ist absurd. Ja, im vorliegenden Fall ist genau diese Diskrepanz so erstaunlich zwischen diesem eigentlich nichtigen Anlass und dann den Entscheidungen und Handlungen des Täters. In seinem Selbstbild tut er so, als habe er das für die Partnerin getan. Aber wenn wir uns das genauer anschauen, dann sieht es eher danach aus, dass er sehr viel Wut hatte und jetzt einen Sündenbock gefunden hat. Also eine Frau, der er ganz viel Schuld zusprach und sich dadurch die Legitimation gab, diese Frau bestrafen zu dürfen, wie er es nannte. Also Lydia, das mit dem Machtausüben, das verstehe ich noch. Aber wie konnte es dann zum Äußersten, zur Tötung der Frau kommen? Das Gericht kam zu dem Schluss, dass der Täter entweder erkannt habe, dass sein Ziel, die Situation seiner Partnerin zu verändern, nicht anders zu erreichen sein würde, als dadurch, dass er ihre Vorgesetzte im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Weg schaffen würde. Oder dass er im Zuge der Handlung erkannte, dass er dieses Ziel nicht erreichen würde und darüber wütend geworden sei und diese Wut ihn motiviert habe, dann auch eine Tötung zu begehen. Aber für sich selbst als Rechtfertigung heißt das, er konnte gar nicht anders, als die Frau zu töten. Ich gehe davon aus, dass er wie die allermeisten Täter ein Konstrukt hat in seinem Kopf, mit dem er leben kann. Und ich glaube, zu diesem Konstrukt gehört, dass er bis heute sich als den Guten wahrnimmt und sein Opfer immer noch als die Böse wahrnimmt. Und damit kann er leben. Tja, was für ein unglaublicher Fall. 15 Jahre ergebnislose Ermittlungsarbeit. Und dann doch noch der entscheidende Hinweis, der zur Überführung des Täters und zur Aufklärung dieses furchtbaren Verbrechens führte.